Liebe Gemeinde, liebe Freunde, ich grüße euch. Das Herz kleiner Kinder ist sehr oft wie eine offene Tür ins Haus. Man kann da bestimmte Dinge sehen, wonach ihr Herz strebt. Das mit den Erwachsenen ist es gleich, nur sehr oft sind die Türen verschlossen und man würde gerne sehen, was begehrt eine Person. Aber wie gesagt, das ist eher versteckt. Mir ist ein Wort aufgefallen, das Kinder sehr oft gebrauchen. Und dieses Wort ist sehr schlicht, brauche, oder sie sagen, ich brauche. Wenn das Wort brauche mit Lebensexistenz gleichgesetzt wird, dann führt es oft zu sündigem Verhalten. Stell dir vor, Eltern, Vater oder Mutter gehen durch die Stadt und der Sohn, 10, 11-Jähriger, sieht in einem Fenster sehr gute Nike-Schuhe. Und plötzlich sagt er, Mama, genau diese brauche ich. Mama schaut die Schuhe des Sohnes an und sagt, mein Lieber, wir haben vor 3 Monaten dir neue Schuhe gekauft und die sind sehr gut. Der Sohn wird sehr wahrscheinlich nicht sagen, Mama, herzlichen Dank. Danke, dass du dich um mein Herz kümmerst. Du hast mich gerade bewahrt vor einer egoistischen Entscheidung. Denn tatsächlich, ich habe schon 3 Schuhe. Ich brauche nicht. Du hast mich gerettet vor mir selber. Die Eltern lachen wahrscheinlich. Das wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht passieren. Aber was passiert, dass der Sohn anfängt, die Eltern zu beschuldigen, Mutter und Vater, und sagen, ich wusste, dass du mir nie was kaufst, nie was gönnst und du bist nicht gute Mutter. Das kennen wir. Das kennen wir von den Kindern. Meine Frage ist, kann es uns Erwachsenen passieren, wenn ein Ehepaar spazieren geht, Mann und Frau, und die Frau sieht im Schaufenster genau die Schuhe, die sie schon haben, immer haben wollte. Und dann sagt sie zu ihrem Mann, Schatz, kann ich diese Schuhe haben? Der Mann schaut gleich auch die Schuhe an und sagt, meine liebe Frau, du hast schon 20 Paare zu Hause stehen. Wird sie dann sagen, Herr, ich danke dir für so einen liebenvollen Mann. Der sieht ganz genau, was ich brauche und nicht brauche. Er hat mich gerade vor einer egoistischen Entscheidung getroffen. Glaubst du das, dass das passieren wird? Oder ein Ehemann, also ein Paar geht und der Mann schaut im Fenster an einem Apple Store und er schaut iPhone 13. Er hat ja gerade 11. Und ich meine, sorry, aber das ist ein überholtes Ding. 11. iPhone 11 ist alt. Und er sagt, was soll ich mit diesem iPhone 11? 13 brauche ich. Und wenn die Frau sagen wird, pass mal auf, wir haben jetzt andere Nöte, vielleicht wirst du das erstmal ein paar Jahre später kaufen, wird sich der Mann bedanken und sagen, danke Herr für meine weise Frau, die mich bewahrt hat vor einer egoistischen Entscheidung. Wir können lachen wahrscheinlich und denken, naja, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber sehr oft, genauso wie die Kinder, verhalten wir uns Erwachsenen. Jedes Mal, wenn wir beanspruchen, dass wir etwas brauchen, passiert genau das, dass wir den anderen beschuldigen. Erstens, wenn wir dieses Wort brauchen, Folgendes verstehen. Wenn wir das brauchen, dann denken wir, wir haben Rechtsanspruch auf die Sache, weil ich sie brauche, ist ja ganz klar. Zweitens, da die Person das braucht oder ich, dann ist es fast legal, das zu fordern. Also da kann ich ja fordern und sagen, ja klar, ich brauche das. Und drittens beginnt die Person, die Liebe und Fürsorge anderer durch das Prisma der Befriedigung ihrer Bedürfnisse zu bewerten. Wenn eine Person dein Bedürfnis befriedigt, dann denkst du, dann liebt die Person dich. Wenn die Person deine Bedürfnisse nicht befriedigt, dann denkst du, na, dann liebt sie mich nicht.
Zu unserem großen Bedauern wenden Menschen dieses Prinzip in ihrer Beziehung auch zu Gott an. Das ist die Tragik, dass wir dann denken, wenn Gott mir das nicht gibt, was ich so bitte, dann liebt er mich nicht. Schaut mal, was Paulus sagt. Die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Ein frommes Herz und zufriedenes gefällt Gott. Wie schätzt du dich ein? Fromm und zufrieden oder ständig in Bedürfnis und dadurch unzufrieden mit Menschen und Gott? Ich wünsche dir ein dankbares Herz, zufriedenes Herz. Gott segne dich.